So, jetzt erkläre ich euch das aktive Abseits. Pfeffer, dazu brauche ich auch deine aktive Aufmerksamkeit. Oh, hast du. Wir haben hier Spieler A. Der läuft auf seinen Gegenspieler B zu. Aha. Der ist der Letzte in seiner Mannschaft und ist ziemlich gut. Und da A, den ich ausspielen will, spielt er den Ball zu seinem Mitspieler C. Gut. Korrekt. Okay. So, steht C jetzt hinter dem Spieler B, ist der Ball im Abseits, steht er aber vor B, quasi auf der Höhe zum Beispiel, ist es kein Abseits und C hätte die Möglichkeit, ein Tor zu schießen. Ganz großes Kino, Frau Schönberger, sehr schön, sehr schön. Ich habe es kapiert, Super, hätte ich nicht erwartet. Ja, aber jetzt ist ja anders, oder? Dann haben wir noch das passive Abseits. Dafür bräuchte ich jetzt deine passive Aufmerksamkeit. Kein Problem. Gleiche Ausgangssituation wie vorhin. A läuft auf Gegenspieler B zu, verliert aber den Ball an den Gegenspieler B. Der ist allerdings nicht so ganz auf der Höhe und verliert den Ball an Gegenspieler C. Der steht im Abseits, dadurch, dass aber der Ball von B kommt, ist es passives Abseits, also kein Abseits. Jetzt fällt das passive Abseits weg. Das heißt, ich brauche wieder deine aktive Aufmerksamkeit. Meinst du mich? Ja, ja. Oh. Entschuldigung. Ja. Wird jetzt der Ball vom Verteidiger abgefälscht und landet beim Gegenspieler, der im Abseits steht, dann wird es ab sofort abgepfiffen und ist Abseits. Mhm. Wenn der Verteidiger aber nur einen Fehlpass zum Gegner im Abseits spielt, dann ist es kein Abseits. Nicht. Nein. Gut. Alles klar? Ja.